Eine der wichtigsten Flächen bezüglich des Wärmeschutzes der Gebäudehülle, das ist die Dachfläche. Als eine der größten Einzelflächen in kleinen Wohnhäusern haben die Dachflächen allein schon wegen des hohen Flächenanteils einen enormen Einfluss auf den Wärmebedarf. Außer dem hohen Flächenanteil gibt es allerdings noch einen weiteren Grund, warum über die Dächer vergleichsweise viel Wärme verloren geht. Der Grund dafür ist, dass warme Luft in einer kalten Umgebung immer nach oben will. Man kennt das Phänomen vom Heißluftballon. Auch hier gibt es innerhalb des Ballons warme Luft, die wärmer ist als die Umgebungsluft. Und dadurch steigt die Luft nach oben. Und oben drückt sie dann gegen die Ballonhülle. Und ist der Druck der aufsteigenden Luft groß genug, kann sie sogar einen an der Ballonhülle hängenden Korb mit Menschen nach oben ziehen. Dieses Beispiel zeigt, mit welcher Kraft die warme Luft nach oben drückt. In unseren Häusern ist das genauso. Auch hier haben wir im Winter im Innern des Hauses warme Luft, die in einer kalten Umgebung nach oben drückt. Ist unser Dach dicht, wird die warme Luft daran gehindert, durch die Dachfläche nach oben zu verschwinden. Gibt es aber Ritzen, Fugen und andere sogenannte Leckagen im Dach, drückt sich die warme Luft durch diese nach draußen und nimmt die in ihr gespeicherte Wärme einfach mit. Dieser Effekt ist umgangssprachlich bekannt als Kamineffekt. Wissenschaftlich korrekt handelt es sich dabei um den thermischen Druck. Je höher der Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen ist, umso größer ist auch der thermische Druck. Umso größer sind auch die Wärmeverluste durch Luftundichtigkeiten. In Dächern übernimmt die Luftdichtheit die dafür vorgesehene Dampfbremse, die neben dem Feuchte- und Bautenschutz gleichzeitig auch die Luftdichtheit gewährleisten soll. Allerdings wurden Dampfbremsen erst seit den 1990ern allmählich zum Standard. Bis dahin war der Einbau einer Dampfbremse nicht üblich, was dazu führte, dass das Thema Luftdichtheit mehr vom Zufall als von sonst irgendetwas abhängig war. Daher sind die Wärmeverluste, insbesondere in Dächern, die bis in die 1980er Jahre gebaut wurden, überproportional hoch. Ich finde, das sind ausreichend viele Gründe, um sich mit dem Thema Dachdämmung und Dichtung mal ausführlich zu beschäftigen. Damit es aber nicht zu unübersichtlich wird, geht es in dieser Folge ausschließlich um die Dachdämmung, die man von außen, also von der Kaltseite aus durchführt. Eine Maßnahme also, die man eher dann durchführt, wenn die Dacheindeckung, also die Ziegel, auf der Außenseite ohnehin angefasst werden müssen. Und los geht's! Ich glaube, heute werde ich mich richtig amüsieren. Was denn? Auf einmal gefällt dir die Show? Nein, ich habe den Fernseher mitgebracht. Sehr gut. Liebe Freundinnen und Freunde der Sparkunst, das Dämmen und Dichten von Dächern bietet wegen der bereits angesprochenen Luftdichtheitsprobleme ein besonders großes Einsparpotenzial. Von der Außenseite ranzugehen, bietet sich dabei immer dann an, wenn das Dach ohnehin eine neue Eindeckung bekommt, wenn also die Ziegel erneuert werden müssen. Bevor man die neuen Ziegel aufs Dach verlegt, wird dabei zunächst eine Dämmschicht aufs Dach gepackt. Und hierfür gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, das zu tun. Die Dämmung kann zwischen die Sparren eingebaut werden und die Dämmung kann auf die Sparren montiert werden. Und natürlich gibt es auch noch die Kombination aus beidem. Bei der ersten Variante der sogenannten Zwischensparrendämmung sollte man ein paar wichtige Dinge wissen und beachten. Die Sparrenhöhe ist in Bestandsgebäuden eher begrenzt. In Bauten mit Baujahr vor 1978 beträgt die Sparrenhöhe meist nur ca. 12 cm. Selbst wenn man die komplette Sparrenhöhe nutzen kann, sind 12 cm für einen heute üblichen und zukunftsfähigen Wärmeschutz deutlich zu wenig. Hinzu kommt, dass bei einer reinen Zwischensparrendämmung die Dachfläche im Bereich der Sparren keine Dämmung erhält. Die Sparren bleiben also ungedämmt. Und da sich der Flächenanteil der Sparren in einer Größenordnung zwischen 10 und 15% der Dachfläche bewegen, bleiben bei der Zwischensparrendämmung somit bis zu 15% der Dachfläche ungedämmt. Viele Menschen sind der Meinung, das wäre nicht so dramatisch, da Holz hier auch einigermaßen gut dämmt. Das stimmt aber nur zum Teil. Zwar leitet Holz die Wärme nicht so gut wie ein Naturstein oder Beton oder Metall, Holz ist allerdings weit davon entfernt, ein Dämmstoff zu sein. Ich will das euch mal anhand eines Beispiels zeigen.
Hier sehen wir zwei Dächer im Vergleich. Im ersten Dach beschränken wir uns ausschließlich auf die Zwischensparrendämmung. Durch den Sparren ist die Dämmschicht auf 12 cm begrenzt. Macht einen U-Wert von 0,38 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Bei der zweiten Variante wird die Zwischensparrendämmung noch durch eine Aufsparrendämmung von 8 cm ergänzt. Dadurch erhöht sich die Gesamtdämmstoffdicke von 12 auf insgesamt 20 cm. Aber nicht nur die Dämmdicke erhöht sich, sondern auch der Sparren wird nun überdämmt. Und dadurch verbessert sich der U-Wert von vorher 0,38 um 40% auf 0,22. Und 0,22 wäre dann sogar konform mit dem Gebäudeenergiegesetz, dem GEG. Hier machen die zusätzlichen Zentimeter also tatsächlich nochmal richtig was aus. Und das, obwohl man ja eigentlich sagt, dass der erste Zentimeter am meisten bringt und dann jeder weitere immer weniger. Diese Regel stimmt in diesem Fall wegen der Überdämmung des Sparens eben nur teilweise. Das bedeutet, wenn man einen guten und zukunftsfähigen Wärmeschutz im Dach realisieren möchte, reicht die reine Zwischensparrendämmung nicht aus. Es braucht zusätzlich noch eine Dämmschicht auf dem Sparren, wodurch die Dämmdicke insgesamt erhöht wird und, was noch wichtiger ist, durch die die Dachsparren ebenfalls eine Dämmschicht erhalten. Solche zusätzlichen Aufsparrendämmungen sollten sich möglichst in einer Größenordnung von nicht weniger als 6 cm bewegen. Für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach dem GEG reichen 6 cm in der Regel schon aus. Aber ganz egal, wie hoch die zusätzliche Dämmschicht auch sein wird, eines ist klar. Wir brauchen zumindest eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung. Wenn man sich für diese Kombination entscheidet, bleibt ein Problem aber immer bestehen. Der nachträgliche Einbau einer Luftdichtheitsebene oder Dampfbremse von außen ist bei Zwischensparrendämmung nicht ganz trivial. Das hat damit zu tun, dass die Dampfbremse von oben eingebaut wird und dabei in ihrer Lage verspringt. Im Bereich des Sparrens verläuft sie über den Sparren. Im Sparrenzwischenraum verläuft sie im Bereich der Unterseite des Sparrens. Die Dampfbremse umhüllt den Sparren also von drei Seiten. Damit sich kein Wasserdampf in die Grenzschicht zwischen Sparren und Dampfbremse verirrt, muss sie im unteren Bereich des Sparrens unbedingt fixiert werden. Und das alles muss äußerst sorgfältig umgesetzt werden und ist recht aufwendig. Und auch die Aufsparrendämmung erfordert nochmal einen zusätzlichen Arbeitsschritt, was den Aufwand noch einmal erhöht. All das führt dazu, dass diese Variante gegenüber einer reinen Aufsparrendämmung keinen wirklichen Kostenvorteil hat. Und auch deshalb, weil diese Variante ja erstmal nur den gesetzlichen Standard einhält. Für eine geförderte Variante müsste die Aufsparrendämmung tatsächlich deutlich dicker ausfallen. Der Vorteil dieser Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung liegt weniger auf der wirtschaftlichen Seite, sondern eher darin, dass sie durchaus auch mit den sogenannten ökologischen Dämmstoffen ausgeführt werden kann. In Verbindung mit ökologischen Dämmstoffen wird diese Variante zwar sehr wahrscheinlich teurer sein als eine reine Aufsparrendämmung, aber sie ist eine Option für alle diejenigen, für die das Thema Bauökologie in der Prioritätenliste weiter oben steht. Die reine Aufsparrendämmung ist zwar tendenziell günstiger, schneidet dafür aber bei der Ökologie schlechter ab. Denn um mit einer rein auf den Sparren verlegten Dämmschicht eine ordentliche und vielleicht auch noch geförderte Dämmqualität hinzubekommen, braucht man Hochleistungsdämmstoffe mit sehr geringen Wärmeleitfähigkeiten und entsprechend hoher Dämmwirkung. Ansonsten werden die erforderlichen Dämmschichtdicken extrem groß. Mit Standarddämmstoffen kommen dafür eine geförderte Dachdämmung schnell mal um die 30 cm zusammen. Und das ist zu groß für eine reine Aufsparrendämmung. Der Dämmstoff, der in der Dachsanierung für Aufsparrendämmung am häufigsten eingesetzt wird, ist Polyurethan, PUR. PUR ist so ein Hochleistungsdämmstoff, der eine einigermaßen schlanke Aufsparrendämmung mit geringem Gewicht zulässt. Ohne Chemie ist eine solche schlanke Lösung aber nicht möglich. Bei der Wahl der Ausführung gibt es also zwei sehr unterschiedliche Varianten, zwischen denen man sich entscheiden kann.
Eine eher selten vorkommende, etwas ökologischere Variante, die wegen der verspringenden Dampfbremse mit gewissen bauphysikalischen Risiken verbunden ist. Und eine bauphysikalisch unkritische Variante, die aber hinsichtlich der ökologischen Bewertung deutlich schlechter abschneidet. Für die Wahl der einen oder anderen gibt es keine Regel. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Die Frage nach der richtigen Variante kann jeder und jede nur für sich selbst beantworten. Aber ganz egal, für welche Variante ihr euch auch entscheidet, beide Varianten packen das Dach von oben her ein. Der komplette Dachstuhl und damit auch die vollständige Dachkonstruktion befinden sich somit unter der Aufsparrendämmung auf der warmen Seite. Das ist erstmal sehr gut, denn warme Bauteile sind trockene Bauteile und trockene Bauteile halten einfach länger. Es gibt bei der Aufsparrendämmung nur eine einzige Problemstelle und die gilt für beide der gezeigten Varianten. Der luftdichte Anschluss im Traufbereich des Daches. Die Traufe, das ist die sogenannte Tropfkante des Daches, also der Teil, an dem die Dachrinne befestigt ist. An der Stelle, an der die Dachsparren auf dem Mauerwerk aufliegen, muss natürlich auch die luftdichte Ebene, also die Dampfbremse, ans Mauerwerk angeschlossen werden. Hierbei gibt es nur ein klitzekleines Problem. Die Dampfbremse liegt unterhalb der Dämmung auf dem Sparren. Um die Dampfbremse von da oben aus an das unter dem Sparren befindliche Mauerwerk anschließen zu können, muss man mit der Folie an den Sparren vorbei. Denn die Sparren hören in den allermeisten Fällen nicht auf dem Mauerwerk auf, sondern die gehen noch ein Stück weiter und bilden in der Verlängerung den sogenannten Dachüberstand. Das bedeutet, um von oben nach unten zu kommen, muss die Dampfbremse um jeden einzelnen Sparren mühsam herumgeführt und luftdicht verklebt werden. Das ist nicht nur aufwendig, sondern birgt wiederum ein nennenswertes Fehler- und Schadenspotenzial. Denn mehr Klebestellen bedeutet auch, mehr Möglichkeiten Fehler zu machen. Wenn die luftdichte Abklebung der Sparren nicht hundertprozentig umgesetzt wird, kann bei starkem Wind auf der windzugewandten Seite durch die verbliebenen Undichtigkeiten Luft ein- und auf der windabgewandten Seite ausströmen. Die einströmende Luft ist erstmal kein Problem, denn diese wird beim Eindringen ins Haus aufgewärmt und trocknet die betroffene Stelle aus. Auf der windabgewandten Seite strömt die Luft dagegen von innen nach außen. Dabei wird die warme Raumluft im Winter auf dem Weg nach draußen abgekühlt, wodurch der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf zu Wasser wird. Und wenn genug Wasser zusammenkommt, kann das zu dauerhaften Überfeuchtungen führen, die in der Folge den betroffenen Halssparren schädigen können. Ich gebe zu, dass ein Dach absäuft, das kommt selten vor. Aber es kommt vor. Und immer wenn es in der Vergangenheit vorkam, waren die verursachten Schäden und damit auch die Kosten enorm. Im Extremfall muss der komplette Dachstuhl erneuert werden. Daher empfehle ich bei der Dachdämmung von außen standardmäßig eine alternative Lösung für den Anschluss der Dampfbremse im Traufbereich. Diese Lösung reduziert die Luftundichtigkeiten und damit auch das Risiko der Überfeuchtung an der Traufe. Praktisch auf null. Klingt gut, oder? Was dagegen vielleicht ein wenig befremdlich und gewöhnungsbedürftig klingen mag, ist die Tatsache, dass für diese Lösung der Sparren bündig mit dem Außenputz erstmal abgeschnitten werden muss. Ja, richtig gehört. Der komplette Dachüberstand wird erstmal abrasiert. Aber keine Angst, das klingt schlimmer als es ist. Warum? Das sehen wir gleich. Denn jetzt kann man die Dampfbremse über die abgesägten Stummel der Dachsparren legen und an den Außenputz anschließen. Sobald das passiert ist, wird der Dachüberstand mit sogenannten Aufschieblingen wiederhergestellt. Die Aufschieblinge, das sind kurze Sparrenhölzer, die nicht direkt auf den Sparren, sondern innerhalb der Dämmebene von oben auf die alten Dachsparren aufgeschraubt werden. Diese Ausführungsvariante ist zwar etwas aufwendiger als die Standardvariante, bei der die Dampfbremse um jeden Sparren herumgeklebt werden muss, dafür ist sie aber, wie schon erwähnt, absolut sicher. Man kann sich das so vorstellen wie eine Versicherung, die man für den Schadensfall des Daches abschließt. Nur, dass der Versicherungsbeitrag nicht jährlich erhoben wird, sondern nur einmal ganz am Anfang, indem die Maßnahme etwas mehr kostet. Ich habe diese Variante übrigens bei uns im Haus auch umgesetzt. Da unser Haus ein altes Fachwerkhaus mit liegendem Dachstuhl und einem leichten
Knick im Draufbereich ist, sind Aufschieblinge eine übliche und erforderliche Lösung. Ich habe diese Sache mit den Aufschieblingen so ausführlich erklärt, weil wenn man nicht gerade ein altes Haus mit liegendem Dachstuhl hat wie wir, wird einem die Lösung mit den Aufschieblingen nur von den allerwenigsten Handwerksbetrieben vorgeschlagen. Viele Betrieben ist diese Lösung nicht mal bekannt. Wenn ihr euch mit einer anstehenden Dachdämmung beschäftigt, solltet ihr zumindest alle Optionen kennen und euch nicht aus Unwissenheit für irgendeine zufällige Lösung entscheiden, die möglicherweise ein potenzielles Schadensrisiko birgt. Jetzt kennt ihr alle Optionen und könnt selbst entscheiden, welche Ausführung für euch in Frage kommt und ob der Aufschiebling für euch eine Option ist. Apropos Aufschiebling. Ihr solltet auf keinen Fall den Kauf meines Buches »Alles, was Sie über Energiesparen wissen müssen« aufschieben. Denn darin findet ihr neben der Dachdämmung noch eine Menge weiterer Themen zu, wo und wie man im eigenen Haus seinen Energieverbrauch runterfahren kann. Und falls ihr nicht so gerne lest, ein Abo mit Glocke tut's natürlich auch. Hab's ja kapiert, geht ja schon weiter. Also, wenn ein Dach von außen gedämmt wird, sollte man übrigens die Außenwanddämmung unbedingt schon mitdenken. Und zwar unabhängig davon, ob die Außenwand gleichzeitig mit dem Dach oder erst später gedämmt wird. Denn durch eine zusätzliche Dämmschicht auf der Außenwand verringert sich der vorhandene Dachüberstand um das entsprechende Maß. Der Dachüberstand sollte daher auf allen betroffenen Seiten um mindestens das Maß der Außendämmung verlängert werden. Gerade in den Fällen, in denen die Außenwand erst zu einem späteren Zeitpunkt gedämmt werden soll, wird die Verlängerung des Dachüberstands häufig versäumt. Wenn es dann einige Jahre später zur Ausführung der Außenwanddämmung kommen soll, verursacht die nachträgliche Verlängerung des Dachüberstandes unerwünscht hohe und vor allem vermeidbare Mehrkosten. Ich empfehle euch übrigens, den Dachüberstand möglichst groß zu wählen. Je größer, umso besser. Aber zumindest so groß, wie es technisch möglich, optisch verträglich und baurechtlich erlaubt ist. Denn Dachüberstände erfüllen einen Zweck. Sie schützen die Fassade, insbesondere auf den Wetterseiten, vor Regenwasser, verlängern dadurch deren Lebensdauer und sie bleiben länger ansehnlich, da trockene Fassaden weniger Algenwachstum zulassen. Hinzu kommt, dass Dachüberstände im Hochsommer die direkte Sonneneinstrahlung auf den Fensterflächen reduzieren. Damit sind sie eine passive Sonnenschutzmaßnahme gegen Übertemperaturen und werden wegen der in der Folge der Klimaerwärmung heißeren Sommer immer wichtiger. So, ihr Lieben, das war mein wunderbarer Beitrag zur Dachdämmung von außen. Ich hoffe, es war für euch was dabei und ich sage Tschüss für diesmal. Bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Euer Energiesparkommissar. Nein, nein, das hätten Sie wirklich anders machen sollen. So, wie denn nach deiner Meinung? Besser.